Habt ihr irgendein Talent, was euch weiterhilft? Kriegskunst? Ja, doch, Kriegskunst ist ein gutes Talent. Das könnt ihr benutzen. Ansonsten, irgendwas mit Metallbearbeitung würde auch funktionieren. Kriegskunst schon mal. Ado, du kannst erkennen, es sind wohl mehrere große Glaskugeln aufgereiht, in denen ein merkwürdiges, silbrig schimmerndes Pulver sich befindet. Viele davon. Sie sehen sehr wertvoll aus, aber du hast keine Ahnung, was das sein soll. Darf ich schätzen würfeln, um den Wert des Du Ganzen? darfst schätzen würfeln. Was ist das? Du weißt natürlich nicht genau, was sich daran befindet. Es könnte Metallstaub sein. Wäre das Silber, dann wären das mehr als 500 Dukaten. Sieht interessant aus, sagt Du hast sowas noch nie gesehen. Du hast keine Ahnung, was das ist. was sind diese Objekte hinter euch? Das? Anfertigung der Zwerge. Ich soll hier nur lagern. Davon kriegt Zwerge. ihr keine. Interessiert mich ja auch prinzipiell nicht, was diese Zwerge machen. Die müffeln immer so. Aber was ist das denn? Wofür haben die Zwerge es hergestellt? Keine Ahnung, Glas. Weiß nicht, was da drin ist. Bin nur der Quartiermeister, ich stelle das nicht her. Na gut. Fixen mit euch. Fax mit euch. Ja. Travia behüte. Und trinken Sie mal einen ordentlichen Tee mit ein bisschen Schuss oder so. Sie hängen hier so rum wie so ein Lappen. Dachte, die Armee ist ein bisschen disziplinierter hier. Mit so ein bisschen Gebrummel gehe ich dann aus dem Zelt raus. Es ist tatsächlich nicht sehr militärisch. Also, wenn du dich ein bisschen umsiehst, Ado ist das sowieso schon aufgefallen, aber die Söldner. Sie sind zwar irgendwo diszipliniert, aber wirklich mittelreichisch diszipliniert ist anders. Ture nimmt es ihm nicht so übel. Ich habe gehört, sein Geliebter hat ihn verlassen. Ich gehe mal kurz darüber. Ich gebe mal eben meinen Hund ab. Geht zu ein paar Bekannten von mir, bei denen ich dann mal meinen Hund lasse, wenn es für mich auf gefährliche Aufträge geht. Ja, du hast ja mittlerweile so zwei, drei Leute, die du kennst, mit denen du dann das eine oder andere Mal ein bisschen gezecht hast, ein bisschen Ilmenblatt geraucht hast. Und immer wenn man dann von der Mission aus der Wildermark zurückgekommen ist, kann man da dann den Hund abgeben oder eben auch nicht, wenn man ihn mitnimmt. Ich gehe wieder zu denen hin, meinem alten Bekannten, wie immer ein Schuss Silber in die Hand. Kraul noch Hallo. mal. Ah, wie immer? Wie immer. Wie immer, alles klar. Geht nach Wehrheim diesmal. Oh Mensch, einmal zurückerobern. Einmal zurückerobern. Muss in 2 Stunden auch wieder raus. Deutet auf Ich hoffe die es. tobende Schlacht. Ich hoffe es. Ich bin am Südtor. Ja. Ja. Ja, wir dürfen woanders rein. Du machst das schon. Wieder Ja. Danke. Ich werfe noch ein Silber rüber. Ja, während du den Hund abgibst. Bereite ich mich noch vor. Ich knie mich auf den Boden nieder, etwas abseits von dem Ganzen. Und fange an, meine Hände zu entblößen, meine Ärmel so ein bisschen zurückzuschieben. Und dann hole ich ein kleines Tiegelchen hervor, in dem eine blaue, tönerne Erde sich drin befindet. Mische etwas Wasser damit runter und fange das an, das in einer Schale zu verrühren. Solange bis eine dicke Paste daraus kommt. Und dann male ich mir auf meine Hände und auf meine Stirn jeweils Runen des Sagatau-Walschen auf, die für Swafnir Mut und ja, Kampfesglück stehen. Okay, was tun die anderen in der Vorbereitung? Noch habt ihr Zeit? Ich würde zu meinem Zelt gehen, meine ganze Ausrüstung holen, also sprich einmal ein Set Dietriche, Klettergeschirr, Kletterhaken, meine Ballista und meine Waffe, dann nochmal meine Rüstung überprüfen, die ich unter dem Mantel trage, was auch alles sitzt, nochmal. Ja. Ab'm Essen und mich dann wieder zurück zu den anderen begeben. Ich möchte Eslam noch etwas tun, der hat der Plus Mino.
Ja, natürlich. Ja, ich ja gehört habe von den vielen Geisterwesen, die dort rumtreiben wollen, dass natürlich meine Stirn in Falt gelegt hat. Viele Hunde sind ja des Hasen tot, bekanntlicherweise. Habe ich auch meine ganzen Gedanken und ein kleines Buch, was ich dabei habe und versuche zu rekapitulieren, gewesen, wie man denen am besten Herr wird oder alle meine Sprüche, die ich mal so zu erinnern. Da fällt mir natürlich ein, dass natürlich das Beste ist, gegen Geisterwesen oder wenn es gerade dort dämonische oder dämonische Wesen geht, beide Waffen natürlich am besten sind oder magisch natürlich noch repariert sind. Genau, und überlege natürlich, wie man diesen Wesen am besten Herr wird, denn gegen das Profane, so denke ich, haben wir genügend Schwertarme, aber gegen das magische, dämonische, das legt so ein bisschen meine Stirn in Falten. Und denke da, dann will ich drüber nach oder denke auch drüber nach, inwieweit vielleicht man beim Quartiermeister doch zumindest so etwas wie eine Tuchrüstung oder so einen wattierten Wappenrock, ich vielleicht nur mal lohnen könnte, dort zu holen. Aber was so leider die das magische magische Update von Waffen angeht, das bei mir nicht so ganz so gut aus. Lediglich ich selber. Genau, ansonsten dein Stab macht ja natürlich auch einen magischen Schaden. Genau, richtig, das stimmt, ja. Aber es gibt ja auch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Spruch heißt, wo du ja auch nochmal Waffen magisch machen kannst, aber den habe ich ja leider nicht. Gut, eine Tuchrüstung kannst du natürlich bekommen, wenn du möchtest. Ist jetzt dir überlassen, ob du die anziehen magst oder nicht. Unterkleidung, Tuchrüstung. Kannst du bekommen. Nein, ich berufe mich auf das eingangs Gesagte, beschützt den Magier. Ist gezeichnet. Ardo hat mittlerweile, nachdem er aus der Blutgerbe zurückgekommen ist, sein Schwert Korweihen lassen, ja. Sehr schön. Wo bist du auf den Korgeweihten Arabul 9 Hieb getroffen? Kahlköpfig, Korgeweiht, so wie er im Buche steht. Der viele Blutopfer und Predigten mit den einfachen Söldnern dann abhält. Ein flammender Redner und der hat dann deine Berichte mit großer Faszination aufgesogen und dann auch nach dieser kurzen Geschichte dir eine, ja, nicht die Korweihe gegeben, aber zumindest ein Schwert korweihen lassen. Ich gehöre ja auch einem anderen Gott. Ich das Schwert schon. Gibt es hier eigentlich in diesem kleinen oder großen Heerlager, an dem wir sind, eigentlich noch irgendwie einen anderen Magus, der hier zum Heerbann gehört? Bekannt ist dir keiner. Du hast auch keine Rondrianer gesehen, was sehr verwunderlich ist. Viele Fexgeweihte, die herumgelaufen sind, Magier sind wohl nicht da, zumindest keine offenen. Aber sie sollen wohl aus dem Svelte kommen, aus Lofang. Die kennen sich vielleicht auch ein bisschen mit Geistern aus, bist du der Meinung? Warst du schon mal in Lofang? Nee, da wollte ich ja gerade hin. Nichtsdestotrotz halte ich meine Augen auf, denn jeder guter Gildenmagier, egal von welcher Schule, wird das ja auch nach außen hin transportieren. Ja, wahrscheinlich sind die schon alle im Feld. Wie gesagt, seit einem halben Tag läuft bereits die Schlacht im Norden, Westen und im Süden. Ihr sollt jetzt im Osten die vierte Front aufmachen. Ja, also aktuell vor Ort kaum einer. Na gut, dann dem sei so. Gut, mögt ihr aufbrechen? Oder letzte Besprechung, Versorgung? Meine Herren? Ich trete noch zu euch, das leider letzte. Ihr seht mich, wie ich mein Schwert gerade schon gezogen habe und es noch einmal poliere. Auf der. Falls. Ist einer von euch des Torwalds schon mächtig? Ja.
dann siehst du auf der Hohlkehle kannst du Runen eingraviert sehen, die dort sich befinden. Und sie invozieren quasi den Willen Zwafniers im Grunde genommen. Also du kannst davon ausgehen, dass diese Klinge in irgendeiner Form geweiht ist. Möge euer Gott eure Klinge führen. Ja, besser nicht. Besser ich soll sie führen. Mein Gott ist ein Wal. Habt ihr schon mal einen Wal mit einem Schwert gesehen? Ich grinse dabei, als hätte ich einen Witz gemacht. Ein Schwertwal? Ja. Sowas schon mal an Land gesehen? Nun, nein. Seht ihr, deswegen sollte ich besser diese Klinge führen. Aber da kommen wir auf einen ganz wesentlichen Punkt. Wir sollten uns vielleicht in der Stadt nicht mit unserem richtigen Namen ansprechen, sondern mit Codenamen. Ich würde vorschlagen, für unseren Schwertwald hier den Schwertwald zu wählen. Also, ich gehe davon aus, dass jegliche Person, die uns begegnen wird, uns angreifen wird. Ich denke, weil die Hagenwerdes kennen sich einigermaßen untereinander. Da bin ich nicht sicher. Sollten wir vielleicht darauf verzichten, unsere wahren Namen preiszugeben? Ah, ihr meint, weil Namen Macht geben. Unter anderem. Also, ihr seid Schwertwahl. Ich bin der Kojote. Mit welchen Namen sollen wir euch ansprechen? Hundling, von mir aus. Alles klar. Und Adeptus, welchen wählt ihr? Ja, gute Frage. Dann nennt mich den Perikummer. Das kann ich mir auch merken. Das klingt nach einem Piraten. Gefällt mir. Nun. Dann sei dem so. Dann sollten wir uns auf den Weg machen, würde ich vorschlagen. Außer es gibt noch etwas Wichtiges zu besprechen. Sollten wir angegriffen werden in einer Gruppe als solches, könnte es sein, dass ich euch versuche, in irgendeiner Form zu helfen, indem ich euch vielleicht eine Anweisung oder etwas Ähnliches zurufe. Wenn ihr euch darauf einlasst, dann wird das auf jeden Fall uns allen helfen. Ich bin ein bisschen in Gruppenkampf geübt. Gut. Sehr gut. Von mir solltet ihr noch wissen, dass ich über gewisse andere Fähigkeiten verfüge. Nicht nur die Profanen. Nun, von mir solltet ihr wissen, dass im Gegensatz zu euren starken Schwertarmen ich nicht direkt in den Kampf eingreifen kann und möchte. Aber wenn dort Geister sind oder ähnliches, haltet sie mir vom Leib, dann besiegen wir sie. Nun, und sehr gut. Werfe ich noch meine Kompetenzen in den Ring. Sollte es zu Gesprächen kommen, sollte es darum gehen, ein Hindernis zu überwinden durch Klettern, sollte es um das Erspähen oder Erhören von möglichen Gefahren gehen, dann bin ich der Richtige für diese Aufgabe. Kämpfen kann ich zwar, aber ich würde doch gerne darauf verzichten, wenn es möglich ist. Dann könnt ihr ja auf den Magier aufpassen, während wir zwei vorne die Stellung halten. Das klingt vernünftig. So sei es. Auf welchem Wege möchtet ihr die Stadt Werheim betreten? Wenn ihr direkt über die Reichsstraße in Richtung Süden geht, würdet ihr dort dann die Kämpfer an der Nordmauer treffen. Wie würdet ihr also gehen? Ja, ich würde vorschlagen, wir schlagen uns hier umgehen, ne? Ja, hier einmal rum. Dann direkt möglichst nah an der Stadt, sodass wir wenig von Mithraels Feld sehen müssen. Dann vielleicht noch irgendwo die Mauer hoch, wo jetzt nicht unbedingt gleich das Torhaus ist. Richtig. Na, dann würde sich dort da die Ecke hier, an dieser Stelle hier, genau. Hier, also genau. Entweder. Da hat man aber ziemlich gute Sicht von hier aus drauf. Genau. Ja, hier. Ja.
Also ich würde tatsächlich zwischen diesen beiden Wachtürmen oder Turmbefestigungen irgendwo in der Mitte drüber. Ja, das klingt gut. Na gut, sollte man uns dann bemerken, bis die Kämpfer bei uns sind, haben wir zumindest Zeit, uns einigermaßen einzurichten. Sagt, wie sieht es bei euch, wenn wir jetzt auf Geister oder Dämonen oder dergleichen treffen, wie sieht es bei euch mit geweihten Waffen oder magischen Waffen aus? Also, ihr habt euren Stab, Adeptus. Wie sieht es beim Rest aus? Meine Fäuste sind meine geweihten Waffen. Tatsächlich kann ich keine meiner Waffen als geweihte Waffe bezeichnen, denn mein Gott ist nun ja nicht so am Kampf bzw. der kämpferischen Auseinandersetzung interessiert. Waffen weihen wir in der Regel selten. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, kann ich sicherlich Vefex um einen seiner Sterne bitten. Ich vertraue auf immer, das heißt. Dabei heißt es doch immer, hilf dir selbst, dann hilft dir Fix. In der Tat. Ich vertraue dabei hier auf meine Klinge, Tanginostre, und die Waffe ist, ja, sie ist das Waffengewalt. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, also, meine Waffe hat zwar keinen tollen Namen, aber ist dem Herrn Chor weit. So könnt ihr aufbrechen. Mit schwerem Herzen könnt ihr euch der Stadt nähern. Die Geräusche werden lauter und lauter. Nur 1,5 Kilometer, die ihr euch in Richtung Süden schlagen müsst. Es ist nicht weit, aber es zieht sich zäh dahin, die Zeit, als ob Satin auf sich strecken würde. Und strecken. Dann, wenn ihr durch die Wälder hindurchgelaufen seid, könnt ihr plötzlich in den Ruinen der katastrophalen Schlacht stehen. Des Mythraelsfeldes. Lange Schatten, die darüber liegen. Der Boden ist karg und von vielen Klüften durchzogen. Gelegentlich könnt ihr blanke Knochen aus dem Grund herausragen sehen, als wären sie damit verschmolzen. Das Heulen von bösartigen Geistern könnt ihr hören, wie sie lang über das Feld tragen. Unnennbare Wesenheiten, die sich hier irgendwo erhoben haben und auch tagsüber spuken. Erinnert mich fast ein bisschen an eine der wenigen Exkursionen im ersten Semester in Pericum. Werte Gefährten, ich rate euch, haltet euch von den Knochen, die hier ihr überall seht, die hier rausragen, fern. Wenn man sie berührt, das kann böse enden. Mhm. Ich weiß. Ja. Weiter, schnell. Ihr versucht euch weiter getarnt zwischen den Trümmern der Häuserteile, die hier ehemals standen, weiterhin durchzupirschen, bis ihr dann vor einem besonders langen, großen Spalt steht, einer Kluft, die übersprungen, überklettert werden muss. Ihr könnt im darunterliegenden Teil erkennen, wie wohl bösartige Zacken von Agrimod wohl noch scharf rausragen. Würde man hier runterstürzen, würde man nicht nur zerschnitten werden, sondern ihr könnt auch sehen, wie hier wohl ein Teil des Flusses hineingelaufen ist, sodass es leicht geflutet ist. Im Inneren warten Ghule auf euch im sumpfigen, brackigen Wasser, die mit ihren widerlich bleichen Augen nach oben starren, geifern. Was wollt ihr tun? Ich schaue erstmal da runter und mein so... Das wäre eigentlich der Fall für mindestens 100 Liter Hylaila Feuer. Aber naja. Liter, was soll das alles kosten? Ich sage ja auch nur, es wäre ein Fall dafür. Aber naja. Ein paar Bogenschützen. Sicherlich auch, genau, günstiger mit Bogenschützen. Ich beschlage. Ja, halten wir uns gerade ernsthaft darüber, was billiger ist, um Gude zu töten? Ja, Ruhe da unten. Wir machen jetzt nicht weiter auf uns aufmerksam. Ich schlage vor, ich überklettere mit einem Seil, sodass ihr dann eine Sicherung habt, um mir nachzufolgen. Das ist eine gute Idee. Ich werde einige Kletterhaken einschlagen, sodass ihr auch nicht abstürzen könnt. Du guckst dich um, siehst immer noch den kargen und rissigen Boden. Wirklich was zum Einschlagen? Na, wo willst du es festmachen, dieses Seil? Wie weit ist der Riss? Ja, ihr würdet sagen 4 oder 5 Meter. Lass mal überlegen. Ja, dann bereite ich mich jetzt vor. Stell mich an den Rand der
dieses Risses und rufe mir das Bild einer Kröte vor Augen. Wer hat gerade das? Bitte? Ich habe das Seil. Wie das hat das? Ja, ich weiß. Ich will bloß erstmal schauen, ob der Zauber klappt und dann. Gut. Ja, denke an eine Kröte, also stimme mich ein, lass mir dabei Zeit und dann kanalisiere ich Satuarias Kräfte. Eine Göttin. Genau. Plus halt eine Einser, also ich habe mir Zeit gelassen, das ist eine 3 Erleichterung und dann einstimmen musst du entscheiden, ob 1 bis 3 alles möglich. Ja, du warst ja jetzt nicht wirklich jähzornig oder rachsüchtig, ne? Also 1. Aber dann 4er Erleichterung, dann bin ich bei 9. Gut. Nee, eine 3er Erleichterung und die Einstimmung steigert deinen Talentwert ja effektiv. Ja, ist er trotzdem bei der 9. Ja. Soll halt weniger ausgleichen. Genau, dann Mithras? Nun? Gib mir doch mal bitte das Seil. Bitteschön, und denk doch daran, unsere Codenamen zu verwenden. Entschuldigt. Coyote, gib mir doch bitte mal das Seil. Hier, haltet mal die andere Seite fest. Ja, ich würde die andere Seite festhalten. Ja, und dann springe ich einfach rüber mit einem Ersatz. Ja, ich glaube, da brauchen wir keine Probe würfeln. Die 4-5 Meter werden für einen Krotensprung ausreichen und du landest mit einem großen Hops, der aus den Beinen kommt, auf der anderen Seite, ohne Probleme. War beeindruckend. Allerdings. Ich verbeuge mich mal leicht. Ja, und dann schaue ich, wo ich das Seil festmachen kann. Ja, du schaust dich ein bisschen um. Wie lang ist das Seil? 15 Meter? Ich gehe davon aus. Ich gehe auch davon aus. 15 Meter Standardseillänge. Ja, könnte man sicherlich an einer Häuserwand festmachen. Aber das Problem ist, es muss auf beiden Seiten festgebunden werden. Auf beiden Seiten Häusern. So, jetzt ist die Frage, wer bekommt das längere Teil des Seils, um die Knoten zu machen? Das ist eine Fesselprobe. Die eine ist plus minus 0 und die andere ist plus 1. Einfach weil das Seil dann nicht reicht. Ich werde mich mit dem kürzeren Stück zufrieden geben. Und die Erschwernis auch mit dem Fesselprobe. Ja, ich nehme das andere. Hast du einen Schicksalspunkt? Kannst du die 19 neu würfeln, wenn du möchtest? Ich würfel meins, glaube ich, auch neu. Ich möchte nicht, dass jetzt schon jemand abstürzt. Ja. Es sind nur Ghule, keine Sorge. Warte, stopp. Was habe ich gemacht? Also mir gelingt es. Wo kriege ich denn einzeln nach den Würfeln? Wow, eine 15. Dann fehlt eine 19. Weiß ich nicht, vielleicht habe ich es sogar geschafft. Nee, habe ich geschafft. Doch, genau. Auf die, plus, minus, Punkt, genau. Plus minus 0, das ist genau geschafft. Ja. Ich hab's auch mit einem über 0 geschafft. Ja. Oh, jetzt musst du jetzt schon den Chip verbrennen. Das ist Ja, gut, ihr zieht einmal das Seil stramm, hat auch ordentlich Spann und Zugkraft, so dass man sich da, auch mit dem Gewicht des Torwalers kann man sich da jetzt dranhängen. Hey, ich bin behäbig, nicht dick. Dann ist das für die anderen entweder ein Sprung ohne das Seil, das ist einfach eine Körperbeherrschungsprobe, beziehungsweise viel eher Athletik, oder aber ihr nehmt eine Kletternprobe minus 4. Irgendwie Kletternprobe minus 4. Ich würde als letzter tatsächlich. Du könntest ja sonst auch noch versuchen, den anderen Hilfe leisten und deine Kletternwerte den anderen in den Pool zu werfen, um den noch nachträglich zu helfen. Genau, dann mache ich das doch mal. Das, was ich überbehalte, würde ich dann. In Klettern oder Körperbeherrschung, ja? Ja, eher Athletik zum Springen. Kann ich von der anderen Seite auch helfen? Nee, du kannst nicht mehr helfen. Schade. Okay, Kletterer ist das. Also Midas kann auf alle Fälle, indem er vorgeklettert ist, noch die eine oder andere Stelle dann anzeigen, wo man dann besonders gut greifen kann, wann man greift, wann man oben greift und so weiter. Die ganzen Tricks, die ein Fexgeweihter im Schlaf gelernt hat. Bei 5 gibt es keine Akrobatik mehr, das ist unter Körperbeherrschung. Das ist Athletik. Oder Athletik ist auch da. Dann ist es Körperbeherrschung.
Gut, steht auch Anwendungsgebiete Akrobatik, Balance, Entwinden, Kampfmanöver, Laufen, Springen. Ja. Gut, und wie viel? Minus 4 durch das Seil. Ah nee, ohne Seil einfach nur plus minus 0. Wie möchte es Eslam lösen? bei den Talentwerten am liebsten mit einer Körperbeherrschung, weil Athletik und Klettern beides 0. Ja. Wie gut, dass dir Midas eben noch mit seiner Kletternprobe noch ein paar Punkte geben kann. Ja, also du kriegst ein paar durch mich. Genau, ich würde dir einfach die Hälfte geben, sind nochmal 5 Punkte. 5 Punkte, die du von Midas bekommst und nochmal 4 durch das Seil sind. Minus 9, das sollte auch zu schaffen sein. Selbst für einen schwächlichen Magier. Selbst für den schwächlichen Magier, ja. Dann mache ich mal eine Körperbeherrschung, ne? Ja, wenn du rüber springen willst, dann so. Ach so, oder, ja, weil da Klettern, ich Klettern minus 9 oder, ja, Körperbeherrschung, okay. Oder, ne? Okay, nee, dann Klettern minus 9, ja. Ich glaube, das ist die sinnvollere Variante. Ja, das glaube ich mit. Okay, 15. Genau, ja. Dann mit den Punkten von Midas kannst du das ausgleichen. Du rutschst vom Seil ab, deine Hände sind so ein bisschen rutschig geworden, einfach feucht. Du hörst unter dir die Gule und als du gerade abrutschst, merkst du, wie Midas dir die Hand entgegenstreckt, fester Griff, der dich nach oben zieht und er dir zunickt. Also es ist nicht der Angstschweiß wegen den Ghulen, mit denen wäre ich fertig geworden. Es ist der Angstschweiß hier nicht, eine gute Figur zu machen, selbstverständlich. Natürlich. Selbstverständlich. Ex, passt auf mich auf. Ja. Ich zünde dem einmal zu. Ich gehe als Letzter rüber. Auf der anderen Seite löse ich das Seil wieder und nehme dann etwas Anlauf und springe dann rüber und lande sicher auf der anderen Seite. Perfekt. Wenn ihr dann die Straße zerklüftet und zerborsten weitergeht, immer mal wieder über den einen oder anderen kleinen Schacht hinüberspringt, könnt ihr auch tatsächlich noch sehen, wie links von euch das sind sicherlich 5, 6 Boronräder, die hier aufgebaut worden sind. Daneben liegt wohl allerdings ein angefressener Boron-Geweihter, der die wohl gebaut hat, wurde wohl von irgendwas überrascht und liegt jetzt neben seinem eigenen Werk. Hätten wir die Zeit und es wäre nicht dieser Ort, so wäre jetzt ein Grabsegen angebracht. Auf dem Rücksegen, würde ich sagen. Auf dem Rückweg. Ja, machen wir das zur Priorität auf dem Rückweg. Dann könnt ihr im Schatten der großen eisernen Tore, die nach oben ragen, herantreten und steht dann vor dem Kavallerietor. Es ist geschlossen. Nicht ganz zusammengebrochen, nicht ganz geborsten. Die Mauern sind immer noch dick und hoch. Könnt noch einen großen Stand erkennen, von dem wohl vor einiger Zeit, vielleicht vor einem halben Jahr, die Offiziere gestanden haben und von hier aus dirigiert haben. Aber das ist schon lange her. Von oben könnt ihr keine Geräusche hören, nur noch von hinter euch, vom Mythraelsfeld. Das haben wir geschafft. Hier ist wohl dann die nächste Hürde. Euer Gnaden wollt ihr? Hürden sind nur dafür da, um überwunden zu werden. Sehr gerne. Ich würde mir die Mauer erstmal genau anschauen. Hoch und aus Eisen, aus Stein. Die Kunst der Menschen, der Zwerge, die hier vor vielen Jahrhunderten hineingelegt worden sind, um das eiserne Herz von Aventurien zu befestigen. Fran Horas soll sie vielleicht sogar erbaut haben. Vor über 1500 Jahren das erste Mal im riesigen Mittwald. Hier kommt man nicht hoch, wenn man keinen Kletterhaken hat, den man hinüberschmeißen müsste über die Zinn. Ansonsten sind sie zu glatt. Glück habe ich das. Zum Glück seid ihr vorbereitet. Ja, ich würde den Kletterhaken werfen und mich dann ans Erklimmen der Mauer machen. Ausgezeichnet. Dann gib mir mal eine Kletternprobe plus 3. Freiklettern zählt? Freiklettern zählt. Geht dann nur noch eine plus 1.